So, herzlich willkommen zurück zu Pixeltainment. Heute sind wir mal an ungewöhnlichster Stelle überhaupt. Es geht nicht um Disziplin, es geht nicht um Gold, es geht nicht um Silber, es geht nicht um Bronze, es geht einfach nur um Fun. Und zwar will ich euch heute mal vorstellen, eine Disziplin, die man, glaube ich, so in den Olympischen Spielen selbst in der Karriere nicht spielen kann. Und es geht um Beachvolleyball der Damen. Ja, ihr hört richtig, der Damen. So, gucken wir mal. Ich nehme natürlich Brasilien. Man will ja auch was zum Angucken haben. Dann geht's gleich los hier. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss mir dann gleich mal die Steuerung anschauen. Ich habe es nur mal gesehen, dass man es auch spielen kann. Das war nämlich auch in dem Preview von dem ganzen Game da, dass man wohl Volleyball spielen kann. Ich habe es dann eigentlich nie gesehen in den Disziplinen. Und so will ich das jetzt einfach mal so vorstellen. Oh ja. Oh yeah, ich bin mal kurz AFK. Auf jeden Fall nice. Ballern wir hier gleich mal los, oder was? Yeah, und da geht die Crowd einfach nur ab. Ich glaube, die Brasilianer war nicht so eine geile Wahl. Die andere hat Cornrows und die andere hat eine Glatze. Ja gut, auf jeden Fall extrem kurze Haare. Genau, Steuerung. Bam, Bewegung, Aufschlag, Kraftsperre. What the fuck ist Kraftsperre? Pass oder Spike zielen. Alles klar, dann geht's gleich los hier. Bam. Monsteraufschlag hier. Habt ihr gleich gar keine Chance hier. Komm. Jetzt mal einen Brasilianer raushängen lassen hier. Bam. Hab mal eiskalt auf die Linie gefeuert hier. Mein männlicher Kollege. Das nächste nehme ich auf jeden Fall. Ein paar weiblichere Spieler. Na komm. Wie findet ihr das? Also Frauen mit kurzen Haaren, finde ich, ist ein No-Go bei mir zumindest. Ah, jetzt gerade weggeblockt. Und die hat ihn noch. Die hat ihn noch. Und da geht, was ist denn jetzt los? Da geht Karl einfach nicht hin. Lass die Haare wachsen, Mädchen. Macht mich fertig. Sowas. Komm jetzt. Boah. Na, da sind wir beide hingesprungen. Gibt's eigentlich Double Headnut? Mann! Nicht so viele Hormone fressen. Dann geht das auch das nächste Mal hier. Jetzt kriege ich den Ball aufgelegt und zwar. Was zum Teufel soll das eigentlich? Wieso kann ich da nicht schmetthorn? Ich will mal den Ball richtig reindonnern. Die loppen den ja immer nur einfach drüber, ey. Das ist ja übelst schwul. Bam! Boah, die anderen gehen ab. Jamaikanerinnen, ey. Was ist mit denen los? Ne, da liegt die sich wieder hin. Allen Iverson liegt am Boden. Wie steht's denn eigentlich? Boah. 4-1 für Jamaika. Ist ja mal übelst krank. Und was die hier für eine Scheiße zusammenspielen, ne? Yeah, bam, da ist der zweite Punkt für Brasilien. Und. Komm jetzt. Mädchen. Zimmer ihn drüber. Ich bin aber gesprungen. Das erste Set ist schon mal. Oh, das hat sich doch gelohnt, hier zu verlieren. Naja. Da ist der Grund auf jeden Fall sichtbar, warum das Ganze nicht in den direkten Olympischen Spielen ist, weil das vom Spielen her auf jeden Fall schon relativ schlecht gemacht ist. Aber gut, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich es einfach überhaupt nicht kann. Boah, und schon wieder voll ins Ausgefeuert, oder? Ne, doch nicht. Jetzt aber. Nicht übel. Das stinkt nach Sieg hier. Komm jetzt. Einmal schön blocken. Die macht nichts. Die reagiert halt einfach null. Was ist denn los mit der? Haben sie das Hirn auch gecornrolled oder was?
Komm jetzt. Baller mir das Teil vor. Boah, Monster. Ba-bam. Ja, Mila Superstar am Stießen auf jeden Fall. Dann sind wir 2-0 vorne. 2-1 steht so. Geh mir nicht im Weg um. Jetzt aber. Mann! Spring doch hoch und knall das Teil über die. Und die springt wieder nicht. Sag mal, stehe ich da falsch oder steht man generell? Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter hinter. Der war gut. Boah, voll ins Auge. Alter! Als nächstes ziehe ich irgendwie übers Stadion. Mal eiskalt auf den Parkplatz rausgeschossen. Alter, aber komm. Gebe ich lieber Vorlagen, ist eben ein. Genau. Bin der Vorlagen-Heini hier. Ey, das ist unglaublich, was ich hier abziehe. Naja. Was haltet ihr von dem Spiel? Boah. Ausgefischt, Sword. Kann ich ja auch mal einen Punkt machen? Ja. Die vernichten uns hier einfach übelst. Die vernichten uns hier übelst. Und jetzt hinlaufen und jetzt geht's los. Sag mal, warum schmetterst du nicht, Mann? Und du reagierst doch gar nicht. Naja. Nicht ganz so geil. Also ich muss ein bisschen trainieren. Irgendwann lade ich dann mal eins hoch, wenn ich dann mal auch gewinnen kann. Ich glaube, es geht nicht weiter, ne? Nee. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war nicht ganz so interessant für euch, wahrscheinlich. Also die Steuerung ist etwas komisch. Gibt da eigentlich so gut wie nur eine Taste, die man drücken kann. Soweit ich weiß. Also was anderes stand ja auch nicht da, dass man irgendwie schmettern kann oder sowas. Muss ich mal ausprobieren. Das war jetzt nur einmal ein Testlauf. Auf jeden Fall. Ja, sonst das Drumherum stimmt natürlich wieder. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.